Vierter Stream, Mortal Shell. Anderes T-Shirt, anderer Aufnahmetag. Ich spiele noch mit dem alten Controller. Ich glaube, der neue Controller wird Mortal Shell gar nicht mehr erleben, wenn der morgen kommt. Deshalb kann ich noch alles reinhämmern in den, was möglich ist. Dort hat er 10 Ratten geholt. Aber jetzt ist wirklich die Frage, wie ich zum dritten Tempel komme. Dumm, dumm. Danke fürs Folgen, Ragnarok. Ich hoffe, du bringst uns nicht den Ragnarok. Ich möchte mich noch ein bisschen leben auf der Erde. Also können sein, dass ich jetzt erstmal ein bisschen rumirre. Hallo Leon, da ist ganz schön viel Power jetzt drin. Ich habe ja inzwischen die maximale Schadens... Also das Schaden-Upgrade ist ja abgeschlossen, das... Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, dass ich ja relativ viel rumgekommen bin, habe aber für diese, du kannst die Waffe ja auch upgraden, dass die mehr Entschlossenheit generiert. Und dafür habe ich noch keinen einzigen gefunden. Die Entschlossenheits-Upgrades. So, hier rechts runter war ja, glaube ich, der Eingang für... Ach nee, stimmt gar nicht. Lass uns mal eben gucken. Ein bisschen falsch laufen ist auch nicht schlimm. Kann ich wenigstens ein paar Pilze einsammeln. Du hast heute eine Nintendo Switch bekommen, die du vor 2,5 Monaten bestellt hast. Ich weiß nicht, ob ich so lange gewartet hätte darauf. Aber viel Spaß damit. Gibt ja ein paar Spiele, die auf der Switch sehr gut sind. Krass, ey, wie ich die jetzt zerstückel. Da könnte ich wirklich permanent den Nebel anhaben. Dass überall nur die Vampire rumstreunen. Beziehungsweise ich glaube, es sind Ghule. Ghule sind ja auch hinterm Fleisch des Menschen, ja, das Blut. Schlag mich durch einmal. Kann sein, dass es an Corona gelegen hat, dass es so lange gedauert hat. Aber ich wusste nicht, dass die Switch Lieferengpässe hat. Weil ich, als ich letztens beim Mediamarkt war, standen nämlich ein paar rum. Als ich mir das Ring Fit gekauft hatte. Ach nee, komm schon, ey.
Also ich habe erst einen einzigen Corona-Nachteil entdeckt. Und das war, als ich jetzt Blacklist die letzte Staffel gesehen habe, dass sie die viele Szenen digitalisiert haben. Also mit Billigmodellen und Animationen die Szenen nachgestellt haben, weil die nicht mehr drehen durften. Die haben die Folge nur zur Hälfte gedreht und den Rest mussten die alles am Computer machen. Was die hätten auch sein lassen können. Ohne Scheiß, ich finde das schrecklich. Schön, dass man jetzt wenigstens die letzte Folge der Staffel sehen konnte, aber die hätten sie auch nachreichen können. Weil so wichtig war die jetzt auch nicht. Auch wenn das eine Story-Folge war. War das die Krypta? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war die Krypta, ne? Ne, die Krypta bin ich doch irgendwo nach unten gelaufen und war da drin. Na, hier war ich jedenfalls. Ach, das war die Feuer. Ja, da links sitzt jetzt einer. Ah ne, stimmt gar nicht. Wir waren ja hier durch. Ich glaube, dann spawnen die nicht mehr in den Bereichen. Stimmt, das war der erste Tempel, in dem ich drin war. Beziehungsweise war der zweite Tempel, weil den allerersten Tempel bin ich ja gar nicht durchgegangen. Weil ich gedacht habe, okay, du musst erstmal im ersten Gebiet echt irgendwelche Sachen machen. Dann spawnen die auch noch nach. Obwohl ich gar nicht mit der Tuse geredet habe. Das Farmen bringt keine XP und als Loot nur Verbrauchsgegenstände. Das Farmen bringt Tar. Und Tar ist das rechts unten, was neben meinem Kopf ist. Das ist eigentlich dafür da, um deinen Charakter zu, also beziehungsweise neue Fähigkeiten für die Hülle freizuschalten. Ich habe aber schon für diese Hülle alles freigeschaltet. Und die Einsichten, die daneben sind, werden auch benötigt dafür. Kannst die aber auch für Handel einsetzen. Und ich habe mir hart verdient. Dass ich die gerade alle so gut auseinandernehmen kann. Indem ich ganz oft gestorben bin.
und ganz viel Kram eingesammelt habe. Zittersäcke. Aber ich muss jetzt gerade suchen, es gibt nämlich keine Karte, du musst die Sachen finden. Und ich suche gerade einfach den letzten, also beziehungsweise den dritten Tempel. Ich weiß nicht, ob danach noch großartig was kommt. Du musst einen Gefangenen im Turm, so gesehen drei Fleisch, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, Grotidal irgendwas Dinger bringen. Wodurch er sich wieder selbst heilen kann. Ich würde sogar tippen, dass er der Endgegner sein wird. Ich glaube, hier bin ich aber noch nie lang gegangen. Zitterale-Beutel. Danke, Sarolon, für ein Stufe 2 Abo, 27 Monate in Folge. Old Guy. Ich meinte, junger, hübscher Mann, machen Liebe lang für 27 Monate Stufe 2 Abo. Ach, das ist die Höhle von Krishna gewesen. Oder war ich hier durchgegangen, um genau zu der Ecke zu kommen? Ich weiß es nicht mehr. Ah, nee, stimmt gar nicht. Hier lag doch eine von den Höhlen. Was ist mit den meinen? Liest du dies, lieber Bruder? Erinnerst du dich nicht daran, wie wir uns als Gelehrte versuchten? Das waren einfachere Zeiten, als unsere Dilemmata lediglich hochgespielt waren. Als Theorie herausgeputzt. Also anderen Weg versuchen. Jetzt würde ich gerne nachgucken, ob man Dilemmata sagt. Weil ich würde einfach sagen Dilemma oder Dilemmas. Und das ist bestimmt nicht richtig. Ja, dann viel Erfolg im Büro, Sarolon. Ich sehe gerade, es sind drei Durchgänge hier. Ich bin früher aber nur durch zwei gelaufen. Ah ne, stimmt gar nicht. Hier war ich auch mal. Ja, das ist, glaube ich, der richtige Weg jetzt. Weil ich erinnere mich daran, dass mich die Armbrustschützen hier im Umland voll genervt haben. Und diese Blöcke sind dieselben, nämlich die nachher an diesem Tempel waren. Ugh.
Das ist uns auch noch komisch. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die großen Bolzen brauche. Ich würde darauf tippen, dass das für irgendeinen Fernkampfangriff genutzt werden könnte. Ja, wir sind richtig. Da vorne ist nämlich der Zugang zu dem dritten Tempel. Dilemmate. Deklinierte Form von Dilemma. Hat gerade der Chat geschrieben. Oh, muss ich mich jetzt hier so doof anstellen? Nein! Nein! Wieso? Obwohl, jetzt weiß ich den Weg wenigstens, aber trotzdem ist das dämlich gewesen. Was machst du da unten, Hund? Zieh nicht das Internetkabel raus. Da fehlt nämlich der Pin zum Stabilisieren. Beim Reinstecken in den Router. Toll, ich starte. Oh nee! Ich starte nicht am Turm, sondern beim Ausgang von dem Tempel hier. Was für ein Unsinn. Was trägst du für eine spezielle Brille? Es ist einfach nur eine Brille für Blaufilter. Also es war ja TFTs etc. auf RGB-LEDs beruhen. Ist der Blauanteil heller, also beziehungsweise mehr als im normalen Licht. Und deshalb wird theoretisch empfohlen, dass man, wenn man viel am PC ist, so eine Blaufilterbrille trägt, die das meiste Blau halt rausfiltert. Weil es halt nicht... Es soll halt ermüdend sein für die Augen, weil es für die Augen ungewöhnlich ist. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich fühle mich... meine Augen fühlen sich einfach ein bisschen besser an abends. Wenn ich mich ins Bett lege. Als wenn ich ohne diese Brille am PC bin. Aber nein, ich kann dadurch nicht besser sehen und ich werde auch kein besserer Spieler dadurch. Es hat auch nichts mit Gaming-Brille zu tun oder sonst irgendwas. Wenn du da Gaming draufschreibst, dann ist das halt eh nur, um Geld zu machen. Aber es ist halt vom Grundprinzip eine ganz nette Geschichte. Man kann auch den Bildschirm ausmachen, das hilft sogar mehr. Hauen dadurch die restlichen Farben nicht ab. Brille auf und ab, merkst du einen Unterschied? Aber du achtest darauf nicht mehr. Also... Nach kurzer Zeit fällt es dir halt nicht mehr so massiv auf. Und ja, es gibt theoretisch auch Programme, die das machen. Die, sag ich mal, die Sachen filtern, die auf dem Monitor rauskommen. Es gibt ein paar Monitore, die haben auch schon Blaufilter integriert. Android-Handys kannst du auch schon
Ewigkeiten Blaufilter aktivieren. Ohne Brille wie kaltes Licht und mit ist es wie warmes Licht. Ja, so kann man es auch sagen. Computer spielen wir dadurch heimelig. Ich finde... Ja, du mochtest die Farben dann nicht mehr, natürlich. Es verfälscht ja die Farben. Dazu gehört aber auch, dass die Farben letztendlich auf dem Monitor auch verfälscht schon sind. Ich habe mal mit Plakatdruck und so weiter auch rumhantiert. Früher in der Firma. Und alle Farben sind Interpretationssache. Habe ich dadurch gelernt. Vor allem, wie sie auf Menschen wirken. Wenn du keine Probleme hast mit den Augen, irgendwie, wenn du lange vorm PC sitzt oder eh nicht lange vorm PC sitzt, macht das auch keinen Sinn. Da musst du auch keine irgendwelche Brille tragen oder sonst irgendwas. Aber für mich war es einfach bei, ja, 8 bis 12 Stunden jeden Tag vom Rechner, fand ich das einfach wichtig irgendwann und habe es einfach ausprobiert, weil ich halt einfach sehr trockene Augen bekommen habe irgendwann. Und es macht ja auch keinen Sinn, da bin ich übrigens auch feind gegen, sich dann irgendwelche Befeuchtungstropfen für die Augen zu holen. Und dann immer wieder die Augen nachzufeuchten. Wie eine frühere Freundin von mir. Ich fasse es nicht. Es gibt auch welche übrigens ohne diesen Gelbstich. Die filtern dann 87% oder sowas. Aber da gibt es wohl ein wenig die Kritik, dass es halt bei den Werten dann irrelevant ist. Wenn 13% noch oder irgendwie 20% des Blaulichts noch durchkommt, musst du das auch gar nicht machen. Guten Tag, Rowdy. Ach, ich bin ganz am Anfang. Hier wurden wir geboren. Mehr oder weniger. Hat keiner gefragt, wie das Spiel ist, also gibt es keinen Grund zu sagen, dass es eine fette 10 verdient hat. Das bedeutet, dass hier links aber der Turm ist. Fette 10 ist das Spiel! Nein, ich würde sagen, es ist eine 8. Weil ich glaube, ein paar Leute wird... Also wenn es wirklich da endet, wo ich denke... Oh, ist auch egal, ich bin kurz vorm Turm. Könnte der eine oder andere sich vielleicht aufgrund des Umfangs ein bisschen ärgern. Moment, bin ich jetzt falsch gelaufen?
Ah, hier. Hier lang und da müsste ein Loch sein. Obwohl, ich denke mal, wenn du alle Höhlen und so auch noch hochlevelst und freispielst, also freispielen musst du ja nicht, hast du ja gefunden, und die Waffen alle meisterst und alle Verstärkungen suchst und so weiter und so fort, dann wirst du etwas länger brauchen. Aber für die Geschichte an sich ist es dann ein kleines Spiel. Aber dafür kostet es ja auch 30 Euro und nicht 50 oder 60. Aber ich werde keine weitere Hülle durch, also freispielen, also beziehungsweise komplett fertig machen. Weil ich sehr zufrieden bin mit der Hülle, die ich gerade spiele. Und ich mag auch die Waffe sehr gerne, die ich benutze. Ich glaube, dafür brauche ich die Bolzen. Wenn ich die Panzerballiste repariere, kann ich damit, glaube ich, die Bolzen abfeuern. Also es ist ein Fernkampfangriff, den du sehr selten wohl einsetzen kannst dann. Aber dafür brauche ich 8500 Tar. Und dafür kannst du echt... musst du sehr lange leben. So, ich habe aber gelernt, hier rechts lang. Ich bin aufgrund meiner Stärke unvorsichtig. Vorne war ich aus Versehen gestorben. Und hallo Kira. Warum nur eine 8? Eine fette 10 sage ich immer, wenn die Frage häufig kommt. Aber wenn ich ehrlich bewerten will, mache ich das auch. Ja nicht gekauft. Oder keiner hat ja bei mir Werbeeinblendungen bestellt. Und deshalb bewerte ich das Spiel besser. Ich bin ja keine Zeitschrift. Ups, keine Ausdauer. Nein.
Bewertung kaufen ist gar nicht idiotisch. Das ist alles wegen Amazon-Bewertungssystem gekommen früher. Wo Leute, sag ich mal, wenn du ein Produkt hast, ich habe ja für ein Handelsunternehmen, die so Reselling-Kram machen, da habe ich ja eine Zeit lang gearbeitet, ein paar Monate, was ich ganz interessant fand. Und wenn du ein Produkt hast, was unter 4 Sterne fällt, kannst du das auch bei Amazon wieder rausnehmen. Weil die Leute werden das nicht mehr kaufen.